Jo, servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin momentan hier in Abu Dhabi und heute gehen wir euch zusammen die Stadt anschauen. Kommt mit! So, ich bin jetzt hier an Gornish Road. Das ist quasi so wie die Hauptstrasse quer durch Abu Dhabi durch. Und hinter mir sehen wir eine alte Ölpumpe. Dort haben sie früher Öl zum Boden ausgepumpt. Jetzt ist aber nur noch als Ausstellungsmodell da. So, das hier hinter mir ist das Emirates Palace Hotel. Kommt mir aber leider nicht rein, ist aber irgendwie auch verständlich. Aber das geht hier hinten noch etwa 1,5 Kilometer weiter hinten und das ist alles Hotel. Also etwa das teuerste Hotel hier in Abu Dhabi. Übrigens überall, also quasi durch ganz Abu Dhabi durch gibt es die grüne Straße. Da kann man alles mit dem Velo entlang fahren. Also velotechnisch ist Abu Dhabi sehr gut gelegen, wenn nur nicht der scheiß Wind wäre. Übrigens hat es hier vor einer Stunde etwa noch geschüttet aus Kübeln. Habe ich selber ein bisschen komisch geschaut, wo Regen in der Wüste. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen, außer vielleicht in Las Vegas, aber das ist etwas anderes. Also irgendwie ist es so krass. Vorher wollte ich das Ding länger filmen. Dann haben wir das Sicherheitspersonal darauf aufmerksam gemacht, dass das verboten ist zu filmen mit der Kamera hier, aber mit dem Handy. Überhaupt kein Problem. Unser Hotel, wo wir 7 Nächte bleiben, ist das Hotel Saint-Gingis at Nation Towers. Das sehen wir hier geht hinter mir und die haben sogar einen privaten Strand. So, das ist der vorher angetönte Privatstrand. Hier hinten sind Liegestühle und es ist mega cool. Du kannst bestellen à la carte und sie bringen dir das einfach vorbei. Also, super Service. Jetzt laufe ich da direkt vom Strand fort und es fährt wieder an zu regnen. Mir kommt doch wirklich niemand raus. Es ist eigentlich reine Wüste. Also da hinter uns ist alles Kilometer weit Wüste. Und hier regnet es etwa 7 Tage pro Jahr. Und es regnet schon wieder. So, jetzt sind wir hier im Hotel drin. Man hört das schon im Hintergrund. Live Klaviermusik. Es gibt wirklich mal ein sehr luxuriöses Hotel und schaut mal die riesige Lobby an. Und dann werde ich euch noch das Buffet zeigen. Also wirklich vom Feinsten. So, das Hotel hier hat über 50 Stück, also 49 Jahre geschrieben. Zur Oberstube gibt es noch eine einzelne Suite. Und jetzt zeige ich euch mal unser Zimmer mit einem wunderschönen Ausblick. So, jetzt sind wir hier im Gang, hier vorne ist unser Zimmer. Vielleicht kennt die Location schon jemand, wo ich auf Yas Marina Circuit gegangen bin, habe ich hier mein Eingangsvideo gedreht. Wer das Video noch nicht gesehen hat, jetzt unbedingt mal hier oben auf Beschreibung klicken. Dort kommt ihr dann direkt zum Yas Marina Circuit Video. So, und jetzt zeige ich euch noch schnell unser Zimmer. Ist einfach mega cool, wo vor allem hier die riesige Glasfront sieht man einfach wunderschön auf die Stadt von Abu Dhabi. Ich persönlich bin ein mega grosser Fan von diesem Hotel, weil das Hotel hat sogar einen eigenen Butler-Service. Das heisst, wenn man irgendwie ein Verlangen hat, kann man einen Butler anrufen und dann wird einem das nachher offeriert. Und auch das Essen, ich glaube noch nie so fein gegessen, wird euch das nachher zeigen. Ein riesengroßes Buffet mit dem besten Essen von der ganzen Welt. So, mittlerweile ist es Nacht geworden, wir gehen jetzt essen und dann kann ich euch das wunderschöne Buffet zeigen. So, ich hocke jetzt hier in der Lobby. Es wird jetzt noch extra für mich ein Buffet noch wunderschön hergerichtet, dass es wirklich auch perfekt aussieht. Ist wirklich mega lieb hier auch vom Hotel. Und ich hoffe, ich kann dann wirklich ein paar schöne Aufnahmen vom Buffet machen.
es gibt eigentlich hier drei Teile am Buffet. Einmal ist das hier der Salat. Dann gibt es da vorne quasi den Hauptgang. Und ganz hinten gibt es dann ein wunderschönes Dessert-Buffet. Es ist jetzt wirklich alles für uns wunderschön hergerichtet worden. Es ist wirklich mega, mega lieb auch vom Hotel. Es gibt jeden Abend quasi so ein anderes Thema. Gestern war es so ein bisschen arabisch gewesen. Und heute gibt es, wie man vielleicht schon gesehen hat, Seafood Day. Es ist wirklich alles sehr, sehr fein, muss ich sagen. Es hat schon heute Morgen geregnet, jetzt regnet es wieder ein bisschen und morgen wird es auch wieder regnen. Also wir haben genau die paar Tage bereich, wo es hier in Abu Dhabi regnet. Eigentlich ist es voll der unplanned Take, aber zwischen diesen zwei Hoteltürmen hat es eine riesige Suite und unser Butler hat jetzt das organisiert, dass wir die anschauen können. Nein, ist wirklich mega cool, jetzt kann ich euch das noch wirklich die grösste Suite vom ganzen Hotel zeigen. Es ist mega krass, es ist einfach ein riesengroßes Zimmer über zwei ganze Stöcke und das zwischen zwei Hoteltürmen. Nein, es ist unglaublich. Unser Butler hat jetzt gerade erzählt, dass das Hotelzimmer 1300 Quadratmeter gross ist. Das ist etwa 12 Mal so gross wie unsere Wohnung daheim. Also es ist echt riesig. So, jetzt laufen wir quasi über die Brücke zwischen diesen zwei Wolkenkratzer. Und es ist einfach, die haben das zuerst unterbauen und dann das Ganze hochgezogen und dann zwischen den zwei Gebäuden angemacht. Es ist wirklich mega krass. Und hier sieht man einfach die ganze Bucht von Abu Dhabi. Es ist richtig, richtig geil. Aber eben, 8000 Dollar pro Nacht zahlen wir für die Suite, die über 1300 Quadratmeter hat. Ja, voll, das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, weil die Sache hier, unser Butler, hat es organisieren können, dass wir die grösste Suite von diesen 1300 Quadratmeter anschauen konnten. So, Sachir, if you see this, thank you very much. It was so amazing and so great. Und mich hat es wirklich auch selber vom Hocker gekommen. Es ist wirklich die Suite unglaublich. Und auch Abu Dhabi selber, habt ihr sicher gesehen im Video, ist auf jeden Fall Abstecher wert. Kommt unbedingt mal hierher und schaut die Stadt an. Es ist wirklich, hat ein paar mega coole Sachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Und wenn ihr nichts mehr von mir und von meinen Videos verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt meinen Kanal und klickt nebenan auf das Glöckchen. Dann seht ihr immer, wenn ich ein neues Video aufgeladen habe. Merci vielmals fürs Zuschauen.